So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, heute gibt's nochmal ein Replay mit dem T34. Und ich hoffe, dass ich heute Analyse der Rede zu Ende bringen kann. Ja, wer es nicht gesehen hat, in der letzten Folge wurde es gegen Ende hin auch definitiv ein bisschen ernster. Und ja, ich habe ja noch am Anfang so ein bisschen meine Witze gerissen. Aber es ist auch so, je länger und je mehr man sich mit dieser Rede beschäftigt, desto mehr merkt man eigentlich, was da eigentlich drin steht. Und ja, das ist wirklich nicht mehr weit entfernt von den damaligen Reden. Ja. Ich würde sagen, an dieser Stelle fange ich einfach mal an, einen Abschnitt zu zitieren und zu dem habe ich dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Also es geht los, ich zitiere: Lasst euch also nicht bloß verzwergen. Ihr habt wahrscheinlich nur dieses eine Leben und es sind nur willensstarke Menschen, die Geschichte schreiben und das wollen wir tun. Liebe Freunde, die Bundespräsidenten dieser Republik, die haben keine Geschichte geschrieben. Und sie haben wenig bedeutsame Reden gehalten. Eine der bedeutsamsten Reden, die von einem Bundespräsidenten gehalten wurde, das war die Rede von Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1945. Hier steht 45, aber das ist wahrscheinlich ein Schreibfehler. Das war eine rhetorisch wunderbar ausgearbeitete Rede, stilistisch perfekt. Richard von Weizsäcker war ein Könner des Wortes. Aber es war eine Rede gegen das eigene Volk und nicht für das eigene Volk. So. An dieser Stelle muss ich selbstverständlich betonen, das sind natürlich nicht meine eigenen Worte, aber das sollte wahrscheinlich auch langsam klar sein. Ja, die AfD will also Geschichte schreiben. Da läufst du schon kalt den Rücken runter. Ja, denn angeblich sollen ja unsere Bundespräsidenten keine Geschichte geschrieben haben. Ja, gut, aber die haben ja auch weniger Macht als vorher. Und das ist auch gut so, denn wir hatten mal einen Bundespräsidenten, der hat Geschichte geschrieben. Der war zufällig auch gleichzeitig Bundeskanzler. Aber die Geschichte, nein, die möchten wir nicht. Na gut, aber wenn ich mich jetzt dazu noch äußere, dann dauert das jetzt lange. Ich möchte mich eigentlich zum letzten Punkt äußern, den ich hier vorgelesen habe. Die Rede von Richard von Weizsäcker, ich habe die Rede gelesen und ich habe mir die Rede auch angehört. Wer das auch möchte, das ist beides unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einmal das YouTube-Video, beziehungsweise die YouTube-Videos und einmal die Rede in Schriftform. Und man muss natürlich ganz klar sagen, die Rede von Richard von Weizsäcker hat mit der hier nichts gemein. Also, ne? Ich meine, immerhin, Höcke gesteht hier ein, es war eine rhetorisch und stilistisch hochwertige Rede. Das stimmt auch. Es war eine wirkliche Rede. Björn Höckes Rede ist ja mehr so ein, weiß ich nicht, ne? Propagandamanuskript oder sowas in die Richtung. Ja. Und er sagt ja hier eine Rede gegen das eigene Volk. Und wenn man diese Rede von Richard von Weizsäcker, wenn man die sich angehört oder gelesen hat. Also ich kann da nicht erkennen, dass die Rede auch nur im Ansatz gegen das eigene Volk gerichtet ist. Und wenn jemand sowas behauptet, ganz ehrlich, nee, nee, da, nee, da kommt mir die Galle hoch. Also sowas, nee, geht gar nicht. Ich weiß nicht, wie man in allen 100 Jahren sowas behaupten kann. Ganz ehrlich. Aber um das zu verstehen, muss man die Rede von Richard von Weizsäcker wahrscheinlich selbst mal zumindest kurz reingelesen haben. Es geht da mehr oder weniger um die Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Und ja. Wenn man diese Rede eine Rede gegen das eigene Volk nennt, dann weiß ich auch nicht, was da bei einem schiefgelaufen ist. Na gut. Aber dazu kommt noch im späteren Verlauf der Rede noch, ich würde schon fast sagen, ein paar schlimmere Sachen.
Ja, also, spricht hier auch noch die Ruckrede an. Das will ich an dieser Stelle aber, glaube ich, mal nicht vorlesen. Oder aber, ja, wartet kurz. Also, es geht hier um die Ruckrede von dem ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, der kürzlich verstorben ist. Und hier an dieser Stelle sind vielleicht die Reaktionen des Publikums ganz interessant zu nennen. Deswegen werde ich auch noch kurz den Absatz davor vorlesen. Sie waren nichts anderes als ein perfider Versuch in der Ansprache durch nationale Emotionen. Und er sagte, durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Welcher Patriot könnte sich diese Aussage nicht anschließen? Selbstverständlich muss durch Deutschland ein Ruck gehen, liebe Freunde. Aber er versuchte, diese nationalen Emotionen nur zu schüren und zu transportieren, um die Gemeinschaft von uns Deutschen zur vollständigen Ökonomisierung auszuliefern. Seine Rede war nichts anderes als eine deutliche Begleitmusik zur Entfesselung der Finanzmärkte, zur Auflösung der Solidargemeinschaft, sprich zur neoliberalen, zum eher liberalen Pluralismus. So, und was kommt natürlich aus dem Publikum? Ne, da kommen die Volksverräterrufe, wo ich mir wirklich an den Kopf packe. Also, ernsthaft? Also, nee. Wie kann man denn nur so verblendet sein? Also, jetzt mal ganz ehrlich. Das geht mir nicht in den Kopf. Das geht mir wirklich nicht in den Kopf. Ach Gott, ja. Aber anscheinend gibt es solche Menschen. Ich weiß nicht, warum es sie gibt, aber naja. So, und jetzt kommt der nächste Absatz, der eigentlich genauso brisant ist, wie ich finde. Denn man kennt so ein Beispiel aus der Geschichte. Vielleicht erkennt man es ja auch selbst. Ich lese mal kurz vor. Die Menschen haben Roman Herzog, also der Bundespräsident mit der Ruckrede, damals geglaubt, so viele Menschen sehr lange Angela Merkel geglaubt haben. Beide haben sie unser gutmütiges Volk heimtückisch hinters Licht geführt. Aber wir, liebe Freunde, wir Patrioten hier in Dresden, in Sachsen und in ganz Deutschland, wir trauen diesen Politikern nicht mehr, denn diese Politiker meinen es nicht gut mit ihrem Volk. So. Und vielleicht hat es der eine oder andere schon erkannt. Ich beziehe mich hier. Beide haben sie unser heimtückisches Volk heimtückisch hinters Licht geführt. Also, wenn das nicht nach Dolchstoßlegende klingt, ne, dann weiß ich aber auch nicht. Es ist einfach unfassbar. Es ist wirklich. Heide Witzka. Ich meine, das springt einem ja wirklich mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Aber es ist. Und bei sowas denke ich mir halt. Und da gibt's dann auch noch Leute, die jubeln und applaudieren. Das ist wirklich unfassbar. Ja, weiter geht's hier. Jetzt kommt er quasi zu seiner Geschichte, ne? Wie er damals im Westen war und jetzt irgendwie in die DDR gezogen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind hier so ein paar quasi Kernsätze, die mir so noch im Gedächtnis geblieben sind. Die Bombardierung Dresdens war ein Kriegsverbrechen. Das sind nicht meine Worte, sondern seine. Man kann im Zweiten Weltkrieg sehr viele Kriegsverbrechen ausmachen. Aber ich weiß nicht. Das einfach so zu behaupten, das halte ich mal für irgendwie haltlos. Ja, er bedauert dann hier im Weiteren auch noch die Zerstörung der Dresdner Innenstadt durch eben diese Bombardierung und vergleicht dann auch noch gleich die Bombardierung mit Dresden mit den Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki. Also an Größenwahn fehlt es dem Herren überhaupt nicht. So. Ja. So, und dann möchte ich jetzt nochmal einen Absatz vorlesen, der auch an Brisanz eigentlich nicht zu übertreffen ist.
Mit der Bombardierung, also ich zitiere, mit der Bombardierung Dresdens und der anderen deutschen Städte wollte man nichts anderes als uns unsere kollektive Identität rauben. Ne? Man wollte uns mit Stumpf und Stiel vernichten, man wollte unsere Wurzeln roden. Warum das keinen Sinn macht, sage ich gleich. Und zusammen mit der dann nach 1945 begonnenen systematischen Umerziehung hat man das auch fast geschafft. Deutsche Opfer gab es nicht mehr, sondern es gab nur noch deutsche Täter. Bis heute sind wir nicht in der Lage, unsere eigenen Opfer zu betrauern. Und augenfällig wurde das wieder bei dem würdelosen Umgang mit den Opfern des Berliner Terroranschlages. Gott, wie kann man die Geschichte nur so verklären? Man, an dieser Stelle vielleicht, der Typ ist normalerweise Geschichtslehrer. Der ist eigentlich tatsächlich Geschichtslehrer. So. Und jetzt kommt er einfach und sagt, ja, die wollten uns einfach vernichten. Genau, und deswegen haben sie das komplette Land einfach wieder aufgebaut. Mit den eigenen finanziellen Mitteln der Siegermächte. Das macht einfach Sinn. Wenn ich jemanden vernichten will, dann baue ich ihm einfach sein ganzes Haus wieder auf, das er eigenständig eingerissen hat. Das macht einfach keinen Sinn und ist totaler Schwachsinn. Also an dieser Stelle sieht man einfach mal, was da eigentlich für eine Verklärung in dieser Rede steckt. Oder in dieser Weltanschauung. Es ist einfach wirklich unmöglich. Da komme ich auch irgendwie gar nicht drüber weg, wie man sowas einfach sagen kann. Und auch wirklich so meinen kann. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich möchte jetzt weiter zitieren. Jetzt kommt übrigens der Teil mit dem Holocaust-Gedenkmal in Berlin. Und bis dahin werde ich jetzt auch mal kurz lesen. Also ich zitiere. Der von Markus Mohr, also einem Vorredner, der da irgendwie geredet hat, schon zu Recht thematisierte Wiederaufbau der Frauenkirche, war für uns Patrioten ein Hoffnungsschimmer dafür, dass es ihn doch noch gibt, diesen kleinen Funken deutscher Selbstbehauptungswillen. Aber liebe Freunde, bis jetzt sind es nur Fassaden, die wieder entstanden sind. Bis jetzt ist unsere Geistesverfassung, unser Gemütszustand immer noch der eines total besiegten Volkes. Wir Deutschen, und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammelt haben, wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, in das sich ein Denkmal der Schande in das Herzen seiner Hauptstadt gepflanzt hat. So, und genau das ist dieser eine Satz, diese eine Stelle, die aus dieser Rede eigentlich so bekannt ist. Und ich finde, wie gesagt, ich habe ja auch gerade noch den Rest der Rede vorgelesen. Es entspricht eigentlich nicht der Wichtigkeit, dass eben nur dieser eine Satz so groß rauskam. Das ist übrigens dieser eine Satz. Mehr ist es nicht. Weiter geht es dann mit einem anderen Thema. Also nicht mehr in diesem Mahnmal. Aber wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang gesagt, gegen Ende der Rede hat er anscheinend komplett seine Beherrschung und seinen Verstand verloren. Denn jetzt wird's erst richtig krass. Also ich zitiere. Und anstatt die nachwachsende Generation, also wir zum Beispiel, oder ich, und anstatt die nachwachsende Generation mit großen Wohltätern, den bekannten, weltbewegenden Philosophen, den Musikern, den genialen Entdeckern, Erfindern in Berührung zu bringen, von denen wir ja so viele haben, vielleicht mehr als jedes andere Volk auf dieser Welt, liebe Freunde. Ja, immer mit seinen lieben Freunden, ne? Und anstatt unsere Schüler in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu bringen, wird die deutsche Geschichte, mies und lächerlich gemacht. So kann es und darf es nicht weitergehen. Nee. Wie kann man allen Ernstes quasi den Vorschlag unterbreiten, och, ja, die Geschichte, das ist, ja, das Dritte Reich, nee, das war ja gar nicht so. Komm, das lassen wir weg. Das unterrichten wir gar nicht mehr. Sag mal, wie kann man nur so... Boah! Sowas macht mich einfach nur wütend. Ganz ehrlich. Und ich bin ja noch lange nicht fertig.
ein Satz kommt noch, das ist eigentlich die Krönung dieser gesamten Rede. Das ist für mich die Krönung dieser gesamten Rede. Ich überspringe kurz einen Teil, über da labert er nochmal, dass wir zu unseren alten Wurzeln finden müssen und irgendwas mit Vision. Das kann man sich selbst durchlesen, wenn man möchte. Ja, also, ich zitiere, selber haben werden wir uns nur, wenn wir wieder eine positive Beziehung zu unserer Geschichte aufbauen, auch wenn, also, ne, wenn ich der Überzeugung bin, dass es da wirklich nicht viel Positives gibt, aber okay, ich zitiere weiter. Und schon Franz Josef Strauß bemerkte, die Vergangenheitsbewältigung als gesellschaftliche Daueraufgabe, die lähmt ein Volk. Liebe Freunde, recht hat er, der Franz Josef Strauß. Wir brauchen, und jetzt kommt der Satz, wir brauchen eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Da möchte ich einfach nur hingehen und einfach mal zulangen. Sag mal, was? Nochmal, der ist Geschichtslehrer, der ist gelernter Geschichtslehrer. Nee, da fasse ich mir doch an den Kopf. Das ist da. Da bin ich sprachlos. Also jetzt mal ganz ehrlich. Man kann ja drüber streiten, ob man in Schulen, ich hatte zum Beispiel zum Dritten Reich und zum NS und so weiter, ich hatte sehr viel in der Schule. Und irgendwann hängt einem das als Schüler auch echt aus dem Hals, ne? Man hat da schon alles 100.000 Mal gehört und irgendwie, ne? Man könnte streiten, ob man das vielleicht anders macht. Aber ich glaube, im Gegensatz zu seinem Vorschlag würde ich genau den anderen Weg nehmen. Denn wenn man das so oft und so viel in der Schule hat, hatte ich zum Beispiel das Phänomen, das war mir irgendwann, das ging da rein, da raus. So, und mein damaliger Politiklehrer hat uns irgendwann mal einen Film gezeigt. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie er hieß. Es war auf jeden Fall ein Film in Originalausnahmen, Aufnahmen aus einem KZ von damals. Und ich schwöre euch, wenn man diesen Film gesehen hat, dann ist alles das, was in der Schule vorher so über die NS-Zeit und so erzählt wurde, ist eigentlich hinfällig. Denn dieser Film hat gereicht für ein für alle Mal. Denn wie man weiß, sowas möchte man nicht und sowas darf es auch um jeden Preis nicht nochmal geben. Das war wirklich sehr heilsam. Wie gesagt, dafür habe ich meinen Politiklehrer auch immer noch in allen Ehren. Das war wirklich, weiß nicht, das war wirklich ein guter Schachzug. Weil, wie gesagt, dieses Aufarbeiten des NS wird in der Schule teilweise wirklich einfach so übertrieben, dass es den Schülern am Ende einfach, wie gesagt, da rein, da raus. Aber dieser Film war so drastisch, dass das, wie gesagt, das ist bis heute in Erinnerung geblieben. Das war wirklich krass und, wie gesagt, danach wählt man auch nichts, das nur auch die Tendenz in diese Richtung hat. Ja. So, jetzt habe ich leider so einen blöden Schnitt gesetzt, dass ich nicht mehr weiß, wo ich war. Ja, wie gesagt, das war auch jetzt das Ende der Rede. Er zieht ja noch seinen Schlussplädoyer und zieht ja noch so ein bisschen die anderen Parteien runter und spricht von, was war das? Das kann ich ja nochmal kurz, ne? Was war das? Hinterhältige oder was war das? Ah ja, hinterhältige und skrupellose Angriffe auf die AfD. Natürlich laut ihm komplett zu Unrecht. Ja, und wie gesagt, er fordert eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Und das Schlimmste ist, der wird dafür auch noch bejubelt. Das ist, wie gesagt, es ist wirklich, das ist der Grund, warum für mich die AfD nicht mehr wählbar ist, unter keinen Umständen. Wirklich. Wenn eine Partei, jemand, der eine solche Rede gehalten hat, noch in irgendeiner Art und Weise in der Partei belässt,
dann ist die nicht wählbar. Ganz ehrlich, das, nein, es geht nicht. Wer eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert, der kann nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Denn er fordert ja hier quasi, die Bewältigungspolitik einfach beiseite zu lassen. Ne? Er fordert hier quasi, die Bewältigungspolitik der NS-Zeit einfach zu streichen. Ne? Ich kann das jetzt nochmal kurz hier. Ja? Ich zitiere. Und diese dämliche Bewältigungspolitik, die lähmt uns heute noch viel mehr als zu Franz Josef Strauß Zeiten. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. So. Das heißt, er möchte einfach diese NS-Zeit einfach so aus der Erinnerungspolitik, aus der Erinnerung einfach streichen. Einfach weg. Und das finde ich einfach falsch. Man darf das nicht einfach vergessen. Auch jetzt nicht. Wie gesagt, ne? Wie lang ist das jetzt her? Wenn man sich das mal anguckt. Das ist über 70 Jahre ist das jetzt her. Ich jetzt als Person habe mit damals eigentlich nichts mehr zu tun. Also wirklich gar nichts. Selbst meine Eltern waren lebend gar nicht damals dabei. Das heißt, schon seit der zweiten Generation war zu dieser Zeit gar keiner lebend dabei. War noch nicht geboren. Und trotzdem, finde ich, sollte man gerade wegen der zum Beispiel aktuellen Entwicklung die Geschichte und das deutsche Erbe eben nicht vergessen. Sondern man sollte sich dran erinnern und sollte sich fragen, ist das, was aktuell passiert, ist das so richtig, ist das so gut, soll das so sein? Und ich finde nein. Die AfD ist eine Partei, die, ich hoffe es, ich habe es jetzt deutlich genug gemacht, so viele Parallelen zu der damaligen NSDAP aufzieht, dass es so erschreckend ist, dass man diese Partei eigentlich schon vor der NPD verbieten müsste. Denn die NPD, die wählt keiner. Also ich weiß nicht, wie viel kriegt die, 0,5%, 0,3%? Aber die AfD, die hat noch das Gesicht einer wählbaren Partei. Und ich finde, das sollte man definitiv abändern. Das ist keine wählbare Partei. Wie gesagt, eine Partei, die einen solchen Redner in ihren Reihen belässt, das habe ich schon wieder gesagt, die kann man nicht wählen als Mensch mit gesundem Menschenverstand. Gut, an dieser Stelle möchte ich, glaube ich, hier enden. Ich glaube, ich habe deutlich genug gemacht, was ich von dieser Rede halte. Wie gesagt, gerade gegen Ende wurde es dann echt, ich würde schon fast sagen, wirklich furchterregend. Und ich finde, man sollte einfach mal über diese Rede nachdenken. Wie gesagt, das Beste ist einfach, sie selbst lesen und mal drüber nachdenken, was steht da eigentlich drin. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch die Rede von Weizsäcker gesehen und gelesen. Und es ist einfach, jemand, der eine solche Rede schreibt, gegen die Rede von Weizsäcker und die Rede von Weizsäcker quasi eine Rede gegen das eigene Volk nennt, ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, der muss als kleines Kind vom Empire State Building auf den Kopf gefallen sein. Na gut, wie gesagt, ich möchte jetzt hier schließen, ich will mich nicht noch weiter aufregen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer, Kommentare sind erwünscht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann zu einer ganz regulären und unbeschwerten Folge. Alles klar. Okay, bis dann.